Oh, guten Tag. Hallo, guten Tag. Wir kennen uns so vom Sehen, ja? Kann ich mal ein Interview mit dir machen? Fast jeden Tag. Ja, das stimmt. Also, du tanzt immer so schön, da ist super Musik dabei und so. Ich finde das toll, wie fröhlich du immer bist und das muntert mich immer auf im Alltag. Ich freue mich darüber, wirklich, weil das ist für mich nur also persönliche Fitness. Die Zeiten sind so schwierig und all diese Auflagen, die uns jetzt vom Staat gemacht werden. Ne? Musst du hier eine Maske irgendwo tragen oder genau. So? Das ist ein bisschen schwer, aber es geht schon. Also für die Gesundheit, für alles, ich glaube, es ist schon okay. Ja? Aber wenn es so lange bleibt, dann ist es nicht mehr, lustig. Wann glaubst du, werden wir dort los sein? Naja, ich denke nach Winter. Also, ist nicht immer Februar ungefähr. Da ist Grippesaison, oder? Ja, das ist am genau. Schlimmsten. Wenn die Grippesaison vorbei ist, dann glaube ich, es wird ein bisschen besser. Wie gefährlich glaubst du, ist es? Gefährlich denke ich schon. Also zumal, wenn man ein bisschen älter ist. Also hast du Bekannte oder Verwandte, die Corona hatten oder haben? Ja. Oder? Ja? Ja, und wie ist denen gegangen? Nordrhein-Westfalen. Und wie ist denen gegangen? Die sind alle okay, weil die sind auch jung. Sind jünger, ja. Also genau, alle jünger als 60 und so. Ja, und unter 40. Unter 40. Genau, deshalb. Also, ja. Das ist ganz anders. Gut. Ja. Haben die das erst gemerkt, als sie schon krank waren oder schon vorher? Oder haben die einen Test gemacht? Symptome. Symptoms. Ja. Und die haben angerufen, die Ärzte sind bei ihr zu Hause gegangen, haben Teste gemacht. Ja. Und ich glaube, ein paar Tage später haben die Ergebnisse gekriegt. Ja. Und die war positiv. Ja, aber die sind jetzt alle wieder okay. Ja. Okay, also wir können die Politiker ein bisschen beruhigen, wenn die krank werden, so ja. Bushido oder weiß der Teufel ja, was. Ihr könnt, hey Leute, ihr seid so jung. Über Politik möchte ich wirklich nichts sagen, aber Krankheit ist Krankheit. Aber wir können sie ein bisschen beruhigen. Wir können sagen, keine Angst und Panik bitte, ja? Besser. Angst ist da. Also die Politiker machen alles, was die machen können. Ja. Aber ich denke, also Viren sind Viren. Ja. Man kann nur aufpassen, aber voll Kontrolle kann man nicht. Nee, hast du recht. Lass uns mal wieder zu deiner Fitness kommen. Fitness? Wenn du jetzt immer so viel Fitness machst, glaubst du, das schützt dich vor Krankheit? Wenn du jetzt so schönes, trainiertes Immunsystem hast vielleicht? Ja, das hilft mir ganz, wirklich. Ja, für meine Lunge. Also können wir allen Leuten empfehlen, dann... Also die beste Lösung für Gesundheit ist Fitness. Ja. Anders geht es nicht, wirklich. Ja, weil jeden Tag, wenn ich hier eine Stunde Sport mache, ich gehe nach Hause, ich fühle mich wirklich... So. Also das geben wir jetzt als Empfehlung weiter, ja, für meine Zuschauer hier, dass sie täglich rausgehen und sich bewegen und Fitness genau, machen, okay? Genau, das ist meine beste Empfehlung. Na gut, dann kann ich dich jetzt auch wieder entlassen aus dem Interview und wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Ganz herzlichen Dank, kein Problem. Warte mal, jetzt habe ich dir meinen Namen gar nicht verraten. Ich heiße Rüdiger, wie heißt du? Ich bin Joxy. Ja, und das Interview, wie wir es jetzt haben, kann ich so ins Internet stellen, genau, ja? Genau, so wie Sie wollen. Alles klar. Das ist Machen mega. Wir. Wir sind Berliner. Bis dann. Tschüss. Danke. Tschüss.